Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, hier ist der Gamer. Heute ein bisschen Rainbow Six Siege. Heute mal mit der Facecam, wie ihr hier schon sehen könnt. Ihr könnt direkt oben rechts bewerten, ob ich die Facecam noch drauf lassen soll oder nicht. Ihr könnt auch entscheiden, wo ich mein Bild lassen soll, weil mein Bild ist jetzt im Moment unten links. Das heißt, wenn ihr das oben links, oben rechts, unten rechts machen haben wollt, dann könnt ihr es auch entscheiden, ne? Ich sag euch nur, ich habe jetzt eine Facecam und jetzt kommt mir ein bisschen Rainbow Six Siege. Ich habe halt Bock darauf. Und ja, vielleicht habt ihr es gesehen, ich bin gesperrt für ohne Rang, weil ich vorhin rausgegangen bin und ja. Kann passieren, ist halt schlimm, schnelles Match geht auch. Da würde ich mal sagen, nehmen wir mal wieder Firmite. Also nicht wieder, sondern nehmen wir Firmite. Nein, ICOG, genau. Hier Mündungsbremse plus Laser. Aber welches Pistole ist besser? Moment. Die Pistole ist besser und eine Betäubungsgranate. Perfekt. So. Ich hoffe, wir werden diese Runden gewinnen. Also dieses Match. Wenn es euch gefallen tut wegen der Facecam, wie gesagt, nicht vergessen, oben rechts abzustimmen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Na. Oh, okay. Niemand mute, glaube ich. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Nein, falsch. 10 Sekunden. So. Ja, die haben Mute. Aber egal, wir wissen, wo der Bio-Gefäßbehälter ist. Und, weiter ja. Zu seiner Position. Ich gehe mal außen rum und die haben safe jemanden gesichert. Lass mal hier aufschlagen. Hier irgendwas. Hier ist niemand. Hier vielleicht. Hier ist auch niemand. Und hier. Nein, auch nicht. Wir laufen rum, wie ich schon sagte. Hoffe ich mal, dass wir außen rum gehen können überhaupt. Ich weiß immer ehrlich sein gar nicht. Ich hoffe, ich hätte erschossen. Okay, perfekt. Ist niemand. Okay. Ja. Ich höre hinter mir Schritte. Hier wird's gleich richtig heiß. Wieso kann ich das nicht sprengen? Wieso ist es blockiert? Dann halte ich es auf. Sorry. Mein Gegner. Okay, ein bisschen spät reagiert. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Ach, scheiße, wäre ich lieber weiter nach links oder anderes Sichtfeld. Egal, er hat mich. Nicht schlimm. Okay, wir haben gewonnen. Na, Moment, ich trinke was. Runde 2. Wir haben die erste Runde gewonnen. Wenn alles gut läuft, dann gewinnen wir alle drei Runden und die gar keine. Ich gehe mal direkt von der anderen Seite hin. Und ich nehme mal. Wenn die wieder Mute nehmen, dann wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr Glück, deswegen nicht lieber IQ, da weiß ich ganz genau, wo die Drohnen sind. Die Bombe ist. Nein, nicht sowas. Kleiner Moment. Ich würde mal sagen, ich nehme die Waffe. Nicht die Claymore, sondern Sprengladung. Und eine Claymore. Ah, ich weiß nicht. Egal, komm. So würde ich sagen, es geht los. Oh, wir sind sogar direkt in die Runde reingejoint. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Okay.
geh mal hoch. Ich denke, die sind oben, deswegen. Ja. Upstairs. Ich muss nur die Bombe. Ja, ja, okay, hab die Bombe. Na, scheiße. The enemies are upstairs. Hoffe, das war richtiges Englisch. I don't know. 10 Sekunden bis Einsatz. Okay. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Haben wir hier draußen doch irgendwo eine Kamera? Hier links. Oh, ich weiß nicht, wo die Kamera ist. Leider nicht. Ich gehe aber mal hier nach oben. Hier ist safe ein Fenster, wo ich aufsprechen kann, oder? Ja, aber sowas. Nein. Elektronikscanner aktiviert. Okay. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich es. Oh, da war doch die Kamera, oder nicht? Die Drohne wurde eingesetzt. Okay, hier ist nix. Geh schon wieder raus und ich kann runter. Wie ist hier? Ich glaube, ich nehme die mit 6 auf. Ne, mit F. Ah, okay, das ist Position. Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Gehe. Jetzt nicht? Ah, scheiße, ich habe mich zu sehr konzentriert. Ah, Mann. Ich bin so scheiße in Rainbow Six Siege geworden. Ich bin nicht mehr so gut wie früher. Aber egal, ich hoffe mal an... Ich glaube an die Kollegen, dass sie irgendwie... schaffen. Der ist da drin, der ist da drin, der ist da drin. Der ist da drin. Feindliche Alien-Biogefahr sind der Hälfte sicher. Perfekt, wir haben gewonnen. Noch eine Runde, wenn wir die gewinnen, dann ja. Okay, jetzt sind wir aber die Verteidiger, das heißt, wir haben es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ich mach's. Gut, okay, erstes Stockwerk. Was soll ich nehmen? Soll ich Stock nehmen? Doch, nein, 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 da ist zu viel Rüstung. Ich nehme mal Mute. Aber ich muss dafür beeilen mit Mute. Okay, dann nehme ich natürlich SMG. Holo, genau. B5, perfekt. Okay. Hoffen wir mal, dass wir irgendwie was reißen können als Verteidiger. Hoffen wir es. Okay, einmal hier direkt eins. Dann hier direkt eins. Und hier direkt. Hier direkt eins. So, jetzt sind eigentlich alle Eingänge zu. Niemand kann rein. Und ich habe reingeschissen, da ist doch jemand reingekommen. Ja, aber wie und wo? Oh, ich habe nicht gesehen, dass jemand Brook hat. Hätte jemand Brook, dann hätte ich... Hier. Okay, die sind gehackt. Wechsel Magazine! Nur noch 10 Sekunden. Das Gerät ist in Position. Okay. Nur noch 5 Sekunden. Ich gehe nochmal wieder zurück. Ey! Danke. Mal wieder zurück, kann ich mir irgendwie noch was sichern? Ich glaube, nein, die Wand geht nicht, aber die hier. Okay. Wir müssen jetzt nur nochmal aufpassen, weil ich weiß, wir wissen leider nicht, wo die Gegner sind. Da war eine Explosion hier hinten. Ist da gerade eine Drohne vorbei genau gefahren? Bei Frost, okay, Frost, okay, 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 okay. Hab einen von den Pennern! Okay.
Aber die weiß jetzt, wo ich bin, das heißt, ich muss mich ein bisschen bewegen. Ein Gegner verbleibt. Ey, ich bin so dumm, anstatt den einen einfach zu töten. Ich sterbe selber. Okay, aber da war da, wo der andere war. Gut, okay, das sind die jetzt alle nicht, aber. Ah, doch, wo ist die? Drei Runden direkt gewonnen. Für die erste Runde ist ganz okay. Ich würde mal sagen, wir hängen der zweite Runde hinten nach. Bis gleich. Okay, Leute, wir hier sind wir im zweiten Match angekommen. Und diesmal ist es ein Geißelspielmodus. Hoffen wir mal, dass wir die Geißel gut verteidigen können. Okay, wir sind auf jeden Fall im Erdgeschoss. Was hat jemand? Brook? Brook? Nein. Frost hat jemand. Okay. Castle. Ich nehme dann Mosey. Mit Reflex, ganz genau. Dann ist man. Ist eigentlich egal, komm, ich lasse einfach so. Okay. Hätte jemand Rook genommen, hätte ich Dog gemacht. Und ja. Aber Clash hat jemand, das ist auch gut. Frost ist eh gut, falls sie vom Fenster eindringen können, dann können die ja von der Falle runter. So, halt, zeig ich jetzt mal. Von der Bärenfalle. Und Castle ist auch gut, weil da kann man nicht durchschießen, wenn der halt was platzieren tut. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, weil wenn die Gegner Fuse haben, dann heißt das, dass Fuse durchschießen kann. Und ja. Aber es ist ein Freizeitpark, okay. Falls ihr die Facecam weiterhin haben wollt, ich erinnere euch nochmal. Oben rechts ist das I. Oben rechts. Da könnt ihr abstimmen, ob ich die Facecam weiterhin benutzen soll oder nicht. Den Raum befestigen. Nein, ich befestige nicht erstmal den Raum, sondern ich mache erstmal die Eingangstür. Die Eingangstür hinten dran. Ja, aber hier ist was. Kann ich hier lassen. Hier ist was. Kann ich es auslassen. Der Geist ist halt klar. Ah, wie ich es hasse, von den Gegnern angeschossen zu werden. Lade nach! Kein Problem. 10 Sekunden noch. Ich kann keine Wände verstärken, die haben das schon alles gemacht. Nur noch 5 Sekunden. Die haben das halt einfach ernsthaft wirklich schon gemacht. Gegner, Drohne, ja, geht das? Nein. Und Angriff abwehren. Okay, wir müssen hier aufpassen. Ey, okay. Okay, wir müssen trotzdem aufpassen. Nein, was macht der? Ey. Ich bin bereit, ihr Schweinehunde. Der Feind wird gleich das Gebiet scannen. Okay. Ah, das ist die. Feindlicher Scan steht an. Ich starte die Uhr. Okay. Hier oben ist auch noch ein Durchgang. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Die wissen aber, dass man sich nicht bewegen sollte. Die sind aber direkt über uns. Das ist hier. Ja, wie der auch direkt alle beide getroffen hat, ne? Ich habe zur Zeit auf den einen geschossen, der trifft uns direkt. Wow, Alter, wow.
Hier ist einer. Dann gucke ich mal hier durch. Hier ist keiner. Oh, da war auch einer. Okay, der ist weg. Dann gehe ich mal zu den anderen. Guck mal, da gammelt doch einer. Da gammeln zwei. Alle drei. Man scheint einfach Clash zu schützen, ne? Castle meinte ich. Okay. Links ist doch einer. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Nur noch ein Gegner übrig. 5 Sekunden noch. Okay, wir haben aber gewonnen. Das ist gut. Wow, der hat nur nachgeladen. Okay, somit gehen wir dann wieder in die zweite Runde. Erstes okay. Da würde ich sagen, wen sollen wir nehmen? Okay, ich würde sagen, ich nehme mal Doc. Nicht mit der Schrotflinte, sondern mit der P90. Nee. MP5. Oh, das Hund. Nee. Bandit nehme ich. Kein Holo. Ach, egal. Kann passieren. Okay. Müssen nur noch die zwei Runden gewinnen, dann. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Die Klappen weitergeben. Oh, jetzt erstmal sichern. Ja, aber das Gute ist, wir haben Echo. Dass man hier zur Elektrizität einsetzen. Effektiv halt eine Rüstung aufzugeben. Ich hoffe, die werden mich anschießen oder irgendwie sowas in der Art. Und ja. Nein. Hier hat auch noch eins. Ich habe noch eine Sicherung. Sicherung soll ich machen. Hallo? Danke. Ach, okay, das wurde schon gesichert. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und angreifen. Okay, dann gehe ich hier rüber und decke hier. Lege Willkommensmatte auf. Wenn da noch irgendwo eine. Ah, hier. Gehe. Der Stacheldraht ist bereit. Okay. Hier ist ja eh nichts mehr dran, deswegen. Ah, okay, da kann man die ganze Zeit. Hoffen wir mal, dass wir jetzt feindlicher Scan steht an. Ich starte die Uhr. Okay, da hat sich immer bewegt. Hier ist einer. War doch einer. Timer wird gestartet.
verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ich konnte nichts machen, ich war alleine. Ich konnte nichts machen. Eigener Trupp neutralisiert. Allein gegen 4 Leute. Okay, aber, ja. Wäre ich reingekommen, wäre ich eh gestorben wegen der Claymore. Also ich konnte in dem Moment gerade gar nichts machen. Okay, jetzt sind wir aber die Angreifer. Ich gehe mal zum Haupteingang rein. Und ich würde sagen, wen sollen wir nehmen? Nehmen wir mal die Twitch. Mündungsbremse, Talisman, nehmen wir mal. Kommt den Vogelkäfig. Und hier nehmen wir mal die Claymore. Und hier mit dem Laser. Perfekt. Unsere Waffen sind aufgebaut. Ich werde immer auf den einen Gegner warten, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir müssen immer auf den einen Gegner warten, aber ist nicht schlimm. Okay. Ihr müsst die Geisel finden. Wenn ihr wollt, dass die Facecam auch oben rechts, oben links oder unten rechts ist, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Schreibt mir einfach, was ihr wollt. Ich denke mal, die sind oben. Hört sich nach oben an. Yep. Haben wir hier in dem Gang ist noch eine Kamera, oder? Ach, fuck. Aber die sind oben auf jeden Fall 100%. Noch 5 Sekunden. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Ey, willst du mich verarschen? Hey, man hat nicht mal gesehen, dass mein Herz... Egal, komm. Werden wir noch... Wie nennt man das? Rebranchieren. So, dass wir halt gewinnen. Hoffe ich mal zumindest. Feind ist draußen entdeckt worden. Da ist einer. Links. Links ist einer. Hinter dir. Jing. Hinter dir hört man noch. Okay, 2-2. Okay. Aber ich glaube, wir sind im Nachteil, weil wir haben weniger Energie wie die anderen. Ich glaube, da war einer. Oder? Links. Ein Gegner übrig. Freundbeschuss. Geisel am Boden. Nein. Die Geisel wurde getötet. Nein. Ey. Wieso ist der so dumm? Ah, ich kann nicht mehr schreiben, Alter. Nein. Why? So. Egal, kann man nichts machen. Yes. aber wir sind wieder Angreifer.
Diesmal nehme ich keinen Dredge, Dredge ist einfach nur scheiße. Also kann ich nicht spielen, deswegen. Aber ich gehe nicht mehr oben durch. Ich gehe, nee. Ich nehme Firmite und ja, das war's. Okay, der hat jetzt diesmal kein Capitao genommen. Der hat Fetcher genommen. Und wie man das aussprechen tut, ihr wisst ja, wie ich meine. Wen ich meine. Okay. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Hier ist ein Durchgang. Hoffentlich, die sind im Erdgeschoss. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Okay, ich bin zwar getötet worden, aber ich habe die Geisel. Okay. Okay, gammelt irgendwo an einer Ecke, dass wir wenigstens noch ein bisschen was untersuchen können. Perfekt. Ah, fuck, ich glaube, der Fortschritt. Nein, 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 nein. Einsatz in 10 Sekunden. Er hat es nicht geschafft. Aber klar. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Er ist dort geblieben. Geisel gesichtet. Perfekt. Freigabe für Einsatz erteilt. Puls hat jemand. Okay, wir müssen aufpassen. Hoffen wir mal, dass wir irgendwie was reißen können. Hier ist ein Fenster. Ich habe erstmal aufgeschossen und jetzt eine. Und ich habe verfehlt, wie man es kennt. Schon wieder verfehlt, was ist denn los, Alter? Was ist mit mir los? Kann ich nicht mehr reintreffen oder was? Jetzt. Scheiße. Aber egal, konnte nichts machen. Oh, ich hoffe, wir gewinnen jetzt. Wenn nicht, dann haben wir auch einen Ausgleich. Also einmal gewonnen, einmal verloren. Ich hätte die Drohne nicht zieht. Wow, wow. Okay, hoffen wir mal, hoffen wir mal, hoffen wir mal. Rechts. Und links. Überall beide. Beide sein. Okay, der war eh fast tot wegen mir. Komm schon, der schafft das, der schafft das, der schafft das. Der schafft das. We can do it, so. Da ist aber das rechte, warte mal, ich versuche immer drin. Geht nicht. Ich hab nichts mehr. Der ist da hinten dran, bestimmt. Da, guck mal, da gammelt er. Da gammelt er in der Ecke auf dem Boden. Ach du Scheiße, nein. Du musst aufpassen auf die Geißel, Mann. Perfekt. Perfekt. Eigener Trupp erfolgreich. Nicht. Nein. So. Mit einem Hashtag sogar noch. Okay. Alter, was? Okay. Okay, jetzt sind wir wieder. Angreifer, aber Mensch, Ballverlängerung. Oh, die sind nur noch zu viert. Dann gehe ich mal wieder mit Autoscooter mit. Badger ist schon geil. Aber einen Vorschlagkammer braucht man jetzt so unbedingt. Ich würde sagen, wir nehmen mal. Ich weiß nicht. Aber ich nehme einfach mal den hier. Nein, nicht die Pump. Nicht die Pump. Das hier. Das hier dann hier. Teile mal dann irgendeinen Panzer einfach. Splittergranate? Ja, Splittergranate, komm. Okay, hoffen wir mal, dass wir mit Sledge irgendwas ausrichten können. Hoffen wir es. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Perfekt. Irgendwo müsste doch ein Eingang sein. Ja, hier. Oh, wir sind sogar direkt da. Ja, mute, komm. Ah, ich hab's geschafft. Wieso bleibt er direkt vor der Wand stehen? Okay. Aber die sind da, wo wir vorhin auch waren. Er kann da drüber springen. 10
Einsatz. Kann man nichts machen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Okay, noch zum Autoscooter. Angriffserlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Okay, wir wissen ja eigentlich, wo die Geisel ist. Die Geisel ist ja da, wo wir eigentlich ganz am Anfang waren. Wisst ihr, was ich meine? Und ja. Schicke meine Drohne los. Setze Drohne ein. Mach ich nur mal, dass wir irgendeinen sehen jetzt. Nix drin. Drohne geht raus. Kalinchen entdeckt. Damit geh die Granate reinschmeißen. Lademagazin. Wo ist die Kamera? Ah, die Kamera war da oben. Ist hier einer? Perfekt. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ich renne einfach mal weg. Dann spiele ich die Granate hier hin. Ich meine, Aim ist so am Arsch. Das liegt daran, weil ich einfach zu wenig Rainbow Six Siege spiele. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, Abo, dann Kommentar da. Und sagt mir, was ihr finden tut. Soll ich die Facecam behalten oder nicht? Letztes Mal, dass ich euch erinnere, oben rechts die, das I. Da könnt, also oben rechts das I, da könnt ihr halt entscheiden. Lasst gerne eine positive Bewertung da oder auch eine schlechte. Ich möchte halt wissen, wie ihr halt oder was ihr halt sehen wollt oder was oder wie ihr es halt sehen wollt, also zum Beispiel jetzt mit Facecam oder ohne. Naja, aber wie gesagt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Bis zum nächsten Video. Ciao.